Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur ZIP 2. Übermorgen wählt Großbritannien sein neues Parlament und es ist eine Entscheidung im Schatten des Terrors. Für Premierministerin May wird es offenbar viel knapper als erwartet. Hat sie sich mit den Neuwahlen völlig verkalkuliert? Wir schalten live nach London zu Roland Adowitzer. Klein, reich und völlig isoliert steckt hinter der Krise um das winzige Ölemirat Katar ein großer Machtkampf. Dazu schalten wir live zu Karim El-Guha. Migrationsvordergrund. In der preisgekrönten Wiener Komödie Die Migrantigen geht es um Integration, Vorurteile und ganz viel Schmäh. Heute Abend war Premiere.